Zusammen mit Drapfel und Primova geht es weiter auf Route 6, die wir schon am Ende der letzten Folge erreicht hatten, nachdem wir die Schatzkammer der wunderschönen Burgenstadt Claw City begutachten durften. Wir haben ja auch schon an der Seite von Hop, der so ein bisschen traurig darüber ist, dass er den Kampf gegen Bettis verloren hat, zwei Team Yell-Mitglieder vertrieben und eine, ja doch, sehr wohlhabend aussehende und interessante alte Dame getroffen. Sie scheint eine Arenaleiterin zu sein, aber so wie sie sprach und wie sie auftrat, wohl eine der letzten. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir gegen dieses Pipi machen können, welches ja kein Normal-Pokémon mehr ist, sondern ein Fee-Pokémon. Und da sind wir mit unserem Drapfel natürlich ganz falsch, aber gänzlich falsch, ja. Okay, gut, Pipi setzt Metronom ein, das kann jetzt alles sein. Entweder weil es keine Fee-Attacke drauf hat oder weil es doof ist. Oder weil es weiß, dass es mich direkt vergiften kann damit. Schon direkt kein Bock mehr. Komm, hau Kaskade raus. Aber das Problem ist, das Ding wird das wahrscheinlich überleben. Denn die physischen Def-Werte oder ja, generell ist halt Pipi auch schon defensiv ganz gut. Die helfen natürlich, um das dann wegzutanken, ne? Und das macht seine Sache ganz gut gerade, muss ich sagen. Also mit Kamehameha kann ich auf jeden Fall nicht weiterkämpfen. Oder könnte ich schon, aber wäre durchaus riskant. Daher machen wir da unseren Switch. Zu. Wow, was? Nein! Okay, das macht mir gerade richtig Angst. Sie droppt die Weiterentwicklung Pixie. Was kann ich denn da tun? Ich habe halt leider keine Stahl- und auch keine Giftattacke. Und Brivi selber ist zu schwach, um dagegen anzukommen. Also ich denke, der Einzige, der hier noch eine Chance hat, ist Kraro. Und das auch nur, wenn wir ihn vorher hochboosten. Holy shit. Also gleich die erste Trainerin auf dieser Route will es wirklich wissen. Und sie spielt sogar mit uns, ne? Weil sie größtenteils auf Metronom zurückgreift. Die genießt dieses Spiel so richtig. Guckt mal auf sie. Okay, aber rechnet sie auch damit. Angriff und Genauigkeit steigen. Mal sehen, was wir da draus ziehen können. Und ich würde sagen, wir boosten auch nochmal, weil Pixie ist halt wirklich krass defensiv und kann auch offensiv richtig böse sein. Kommt jetzt auch drauf an, was es für eine Fähigkeit hat. Ja, aber die bleibt bei Metronom, ne? Eigentlich finde ich das ja auch ganz geil. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich angreifen, aber Taucher zieht sich ja über zwei Runden. Sodass sich das jetzt eigentlich nicht lohnt, es sei denn, wir gehen auf Gegenstoß, aber bin ja schneller. Daher ist das Quatsch. Okay, dann dritter Clownwetzer. Jetzt erwarte ich aber auch, dass du es one-hittest, ja? Taucher fressen wir, ist nicht so schlimm. Und jetzt Pflücker! Nee! Ein, zwei, vielleicht drei KP bleiben übrig. Blütenwirbel, was ist das denn? Die Attacke kenne ich gar nicht. Ja, schade. Plan ging zwar auf, aber dass selbst drei Boosts nicht reichen, macht mir echt Angst. Aber hey, Spannung ist geboten. Ja, man denkt immer so kurzzeitig, oh, jetzt bin ich leicht overlevelt. Und dann sagt er das Spiel direkt, nee, 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 Bruder, alles gut. Oh, was haben wir denn hier?
Ein Gala Makabaya müsste das sein. Weil das hat eine Gala-Form. Ist dann Bodengeist, soweit ich weiß. Ja. Ich werde versuchen, es zu fangen. Ja, doch, definitiv. Das ist die Gala-Form. Man sieht es auf dem ersten Blick gar nicht. Und nicht nur bei dem Pokémon. Also bei manchen Pokémon sieht man es gar nicht so wirklich, dass es eine Regionalform ist. Aber das normale Makabaya hat ja, wie nennt man das? So eine Art Mundschutz. Ähnlich wie ägyptische Skulpturen. Ich weiß leider nicht, wie man das nennt. Und jetzt hat es stattdessen diesen Kieselstein, der vermutlich auf den Bodentyp hinweisen soll. Auch wenn man denken könnte, es ist ein Gesteins-Pokémon, aber nein, nein. Bodengeist. Und das Echnatoll sieht total abgespaced aus. Das werden wir bestimmt auch noch sehen. Echnatoll tatsächlich auch eins meiner liebsten Pokémon. Weil es in seiner Normalform schon ziemlich geil aussieht. Und es auch kackend dreist sein kann. Ist auch so ein Vieh, das willst du eigentlich nicht als Gegner haben. So, aber was haben wir jetzt hier für einen Kandidaten? Will der nicht drin bleiben oder was? Dann hauen wir nochmal einen Flügelschlag hinterher. Und was passiert hier gerade? Die haben irgendwie 30 Fähigkeiten ausgetauscht. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, was Drapfel jetzt für eine Fähigkeit hat. Ich denke, was passiert hier gerade? Oder ist das so? Ach nee, warte, das war glaube ich so, dass er mir seine Fähigkeit aufzwängt, wenn ich ihn berühre. Trotzdem, wir schauen jetzt mal nach. Drapfel hat Fähigkeit Völlerei. Setzt bestimmte Beeren nicht erst in einer Notlage ein, sondern bereits dann, wenn seine KP auf die Hälfte des Maximalwerts fallen. Ach, okay. Dann könnten wir später noch auf eine Beere als Item ausweichen. Momentan hat das nämlich die Muschelglocke. Warum auch nicht? Ey, sag mal. Was geht denn mit dir ab? Warum bleibt denn das Ding nicht drin? Es gibt manchmal schon solche Ausreißer, ne? Grundsätzlich hat man jetzt nicht große Probleme beim Fangen in diesem Spiel, aber hin und wieder kommen da so ein paar Kandidaten, die denken, die wären was Besseres und müssen hier ein Riesentheater veranstalten. Komm jetzt aber. 1, 2, 3. Na, endlich! Drapfel hat auch schon gezittert. Kurz vorm Tod hat es dann doch noch geklappt. Ach ja, und ich möchte mich natürlich korrigieren, weil ich bei der Entwicklung gesagt hätte, oder zumindest den Anschein habe durchsickern lassen, dass das Eierschalen wären. Es sieht natürlich nur danach aus. Selbstverständlich sind die Flügel und der Schwanz vom Drapfel Apfelschalen. Hätte ich deutlicher sagen müssen, da habt ihr schon recht. Aber eigentlich habe ich das gemeint. Es schlüpft halt aus diesem Apfel wie etwas anderes aus einem Ei. Es ist ja daran angelehnt, aber klar, es sind Apfelschalen und keine Eierschalen. Macht ja sonst keinen Sinn. Oh, kann es sein, dass das diesmal eine etwas abwechslungsreichere Route ist? Und vor allem nicht so linear. Man sagt den Pokémon-Spielen ja nach, dass sie sehr linear geworden sind. Seit so 6., 7. Generation. Ja, und das ist jetzt auch nicht unbedingt falsch. Verdammt. Aber, es gibt auch immer mal wieder in den neueren Pokémon-Spielen durchaus abwechslungsreiche, verstrickte Routen. Na, da hatten wir einiges auch in Alola. Das darf man auch nicht unterschlagen. Und ich bin sicher, dass Gala auch noch damit aufwarten wird.
Klar, bisher war alles ziemlich linear, das stimmt schon. Denke aber nicht, dass das so bleiben wird. Das Angeln hat sich leider an der Stelle überhaupt nicht gelohnt. Auch wenn das Carpador kurz vor der Entwicklung zum Gyarados steht. Das macht es für mich jetzt nur bedingt besser. Da habe ich jetzt nicht so ein Interesse dran. Und bevor wir diesen Doppelkampf angehen, möchte ich kurz etwas ausprobieren. Ach ja, bei Miss Lauchslot habe ich übrigens eine Lauchstange jetzt besorgt, damit die Volltrefferquote nochmal stark ansteigt und wir die Entwicklung triggern können. Und zwar habe ich einen Clip gesehen auf Twitter, der sich leider bewahrheitet. Fällt euch was auf? Richtig, das Spiel friert ein, sobald man eine Leiter hochklettert. Pokémon-Trainer frieren ein, die Bälle sind sogar noch in der Luft und auch das Pokémon bewegt sich nicht mehr. Nur noch das Gras. WTF, Game Freak. WTF. Also wenn man das nicht patcht... Lost. Wirklich. Völlig lost. Und ich hab mir schon beim ersten Aufeinandertreffen mit diesem Arzt, der uns den Rotom-Rad-Upgrade-Teil-Dingens geschenkt hat, gedacht, irgendwas stimmt mit denen nicht. Die sehen nicht gesund aus. Also entweder ist der komplett überarbeitet, oder er ist selber krank. Oh, schöner Flex mit dem T-Shirt. Aber in jedem Fall mache ich mir Sorgen, wenn ich den Arzt sehe. Ich will ihm nichts unterstellen, aber von dem würde ich mich jetzt eher nicht behandeln lassen wollen. Stellt euch vor, ihr seid im Krankenhaus, warum auch immer, und dann kommt so ein seltsamer Arzt daher. Oh, erster Volltreffer. Es hat geklappt, Leute. Aber ich glaube, Togetic ist nicht der richtige Gegner dafür. Auch er mit einem Crit. Ja, blöd gelaufen. Abschlag. Und... Ja, oder so... Nee, ich tausche lieber, weil ich denke, wir werden es nicht besiegen können. Oder? Ja, doch. Aber dann gehe ich auf Heimzahlung, das ist wenigstens neutral. Und Nitro-Ladung. Komm schon. Ringt das Togetic nieder. Was ich cool finde, ist, man hört den Flügelschlag von dem. Flatter, flatter, flatter. Nein, es war sogar der zweite Critical Hit. Nein, als ob. Wenn der keine sehr effektive Attacke drauf gehabt hätte, ich hätte es drauf angelegt, ne? Ah, schade. Aber die Zeit wird kommen, Leute. Die Zeit wird kommen. Irgendwann wird es sich weiterentwickeln. Jetzt gibt es erstmal eine Heilung, weil es hat schon ganz schön gesessen, du. So, sieht doch schon gleich viel besser aus. Warum sind da eigentlich zwei Leitern? Da gibt es ja offensichtlich noch einen anderen Weg. Also habe ich tatsächlich recht. Die Arena ist erst... die Arena, genau. Definitiv. Die Route ist erstmals ein bisschen vielseitiger. Oh, Caradonis. Kampf-Pokémon gegen Kampf-Pokémon. Kann man natürlich machen, aber... Ich glaube, wir geben Breevee mal die Chance, sich zu präsentieren. Gleichzeitig ist das jetzt ein Test. Weil eigentlich bin ich ja der Meinung... Das hat in seiner Grundform jetzt nicht so die Chancen. Und das ist auch so. Aber... Wer weiß, wer weiß. Vielleicht schafft es das ja doch noch irgendwie. Lebenstropfen! Doppelkick zieht weniger ab als Fußtritt, oder? Oder relativ gleich? Jetzt erstmal hochheilen, bitte. Wie viel KP bringt das eigentlich? 50%? Ne, bei weitem weniger.
Oh, damn it. Ja, okay, dann hast du ein bisschen frische Luft geschnappt, aber für mehr reicht's nicht. Es war ja nur ein Test. Wir müssen leider warten, bis es sich auf Level 32 weiterentwickelt. Dann kann es kämpfen. Vorher eher nicht. So, und du haust jetzt bitte einen Pflücker raus. Oh, er boostet sich. Gar nicht mal so blöd, weil er auch schneller zu sein scheint. Mein Pflücker wird abgeschwächt, aber es würde noch reichen mit Twit KO. Okay, und er macht den Fehler. Oh, wobei, ist es ein Fehler? Nee, ist es wahrscheinlich nicht. Ihm werden noch ein paar KP bleiben, außer ich critte jetzt. Ja, genau, einer, natürlich. Wir machen aber weiter. Und er attackiert uns mit einem zweifach geboosteten Angriff. Ja, natürlich. Tötet er, aber das heißt auch, dass er mich nicht besiegen kann, weil es nicht reicht. Bam! Es sei denn, er hätte zweimal gecritet, aber ich glaube, das geht gar nicht, oder? Ist das möglich? Was ist denn hier los? Warum haben wir jetzt schon gefühlt 8 Critical Hits in diesem Part? Auf allen Seiten regnet es Crits. Oh, Raru will Borschnabel erlernen. Sehr geil. Das ist nochmal eine etwas stärkere physische Flugattacke. Können uns also von Pflücker verabschieden. Hat gute Dienste geleistet, aber jetzt kommt die stärkere Flugattacke ins Moveset. Und ich glaube, auch bei ihm ist es nicht mehr so weit bis zur Entwicklung, oder? Was war das? 36, 38, irgendwie sowas? Na, schauen wir mal. Dann in seiner finalen Form wird er auf jeden Fall richtig austeilen. So, Dalle, was haben wir hier? Glitzer-Item. 2 Paddelfossilien. Was? Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit im Meer lebte. Wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Sind das jetzt wirklich die Fossilien? Was ich schon weiß ist, man kann die Fossilien in Gala individuell zusammenstecken und so unterschiedliche Pokémon bekommen. Aber wie genau das funktioniert und ob wir jetzt schon die beiden Teile haben, weiß ich nicht. Kann aber gut sein. TM15, Schaufler. Eine sehr gute Attacke. Und passende Location dafür. Vor uns einfach mal riesige und cool aussehende Dicta-Skulpturen. Sind die Dicta hier heilig oder was? Okay. Bislang könnte es nur Kamehameha lernen, aber ich glaube, das lassen wir. Bleiben wir lieber bei der Gesteinsattacke. Vom vielen Spielen beim Pokécamping können Pokémon ganz schön hungrig werden. Sie freuen sich dann riesig, wenn du mit ihnen gemeinsam Curry kochst. Also, was meinst du? Hast du Lust mit meinem Pokémon-Camp und mir zu kochen? Also, wir haben es ja noch nie mit jemand anderem gemacht. Das könnten wir doch jetzt mal ändern. Oh, wow, hat die krasse Pokémon. Guckt euch das mal an. Nee, Moment, das sind mehrere Leute. Es ist nicht nur sie. Okay, krass. Ja, komm, dann machen wir das halt mal, oder? Ich will kochen. Mit Niki, genau. Lecker, Futter, Futter machen. So, und ich würde sagen, wir gönnen auch mal richtig hart. Zitrobeere. Zitangbeere. Wikibeere. Tangabeere habe ich gelesen. Nicht ganz. Tanigabeere. Ah, ich bin auch nur ein Mann, Entschuldigung. Yonagobeere, Maronbeere. Und dann, wo ist der Rest? Also, wir haben ja noch mehr Sachen. Oder kommt das erst danach? Ich habe schon vergessen. Was? Nein. Bereit. Ich konnte jetzt nicht nach rechts und nach links switchen. Warum nicht?
Was ist denn mit Apfel und dem ganzen Shit? Keine Ahnung. Oder habe ich etwa keine Bonus-Zutaten mehr? Nee, das kann eigentlich auch nicht stimmen. Wir haben noch Würstchen und all sowas gefunden. Konnte ich jetzt aber aus irgendwelchen Gründen nicht auswählen. Fächel, 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 Fächel! Brenn! So, wie war das? Das darf aber nicht zu sehr aufflammen, oder? Na gut, aber wenn die alle schon so erfreut gucken, dann... riecht's wohl relativ gut. Und dieser Glitzer zeigt ja eigentlich auch, dass bislang alles nach Plan läuft. Ja, das sieht schon lecker aus. Wir haben ja auch hart gegönnt. Mit Liebe abschmecken! So können wir auch gleich mal die Vergiftung von Kamehameha heilen. Ja, alle feiern's ab. Wunderbar. Ein herbes Frittiercurry ist es geworden. Mmh. Digga, der Blick von dem Purenta. Ist so geil. Ich glaube, ich würde diese ganzen Curries nur kochen, um die Gesichter der Pokémon zu sehen. Und wir haben diesmal eine Silbermedaille bekommen. Letztes Mal war es noch eine Bronzemedaille. Also das hier ist noch leckerer gewesen. Güteklasse Patinaraya. Alle Kapi und Api wurden wiederhergestellt und Statusprobleme behoben. Deine Team-Pokémon haben sehr viele Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind viel zutraulicher geworden. Ach stimmt, das hatte ja noch diesen Nebeneffekt, ne? Hab ich ganz vergessen. Eilu! Ja gut, also so viele Erfahrungspunkte waren es jetzt nicht, aber war ja auch nicht mein Ziel. Passt schon. So, wer bist du? Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Gala findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Warte, wenn du das erforscht, ich habe die Fossilien gefunden. Kann ich die dir irgendwie geben? Oder habe ich nur zwei Unterkörper und zwei Oberkörper gefunden? Das kann ja sein. Ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Oder kann ich hier das Ding bedienen? Nee. Hm. Ja, das kann schon sein, dass wir noch nicht die passenden Teile haben. Brauchen vermutlich noch zwei Oberteile. Die wird es aber dann auch hier irgendwo geben, oder nicht? Naja. Suchen wir mal weiter. Aber die Route gefällt mir. Ich mag das auch, dass es jetzt so ein bisschen gebirglicher und ja, auch so ein bisschen so ein Wüstenflair bekommen hat. Gefällt mir. Abwechslung. Wir brauchen Abwechslung. Und deshalb gibt es ja auch ein neues Pokémon. Marakamba. Pokémon aus der 5. Generation. Ich habe jetzt Privi nach vorne getan, weil ich dachte, dass... ich kann das relativ gut schwächen, aber... Digga, die sind alle komplett overlevelt. Ah, natürlich. Jetzt packt er auch wieder eine super effektive Attacke aus. Das war's. Ich komme halt wirklich nicht drauf klar, dass die Gegner immer höher gelevelt sind als ich. Inklusive wilder Pokémon. Das ist schon echt krass. Gut, dann gibt's halt eine Nitro-Ladung, aber heul dann nicht rum hinterher, ja? Okay, das passt tatsächlich relativ gut. Armes Privi. Gerade noch lecker Curry gegessen und dann abgestochen. Oh je. Das Problem ist auch, jetzt bekommt sie keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Also ich bin eigentlich verpflichtet,
den Beleber zu benutzen. Ah, ist das doof. Vielleicht habe ich Wolli zu früh abgelegt. Komm, das ändern wir jetzt. Brivi, du kommst wieder, wenn es sich besser anbietet. Jetzt müsste ich halt nur Wolli finden. Ah, da. Wolli! Lass mal gleich mal vorne. Es darf gerne Einsatz zeigen, nachdem es jetzt eine Pause gemacht hat. Was war das für ein Ruf? Ach, das ist ein Iguana. Und was macht die Dame hier? Sieht ein bisschen deplatziert hier aus. Zwei Steinknochen. Also zumindest in dem Aufzug. Sie ist ein kampfstarkes Model, siehst du? Hatte ich doch recht. Was macht die hier? Gut, vielleicht gibt es hier ein besonderes Shooting, aber in dem Aufzug ist man normalerweise nicht in so einer Gegend unterwegs. Denke ich mal. Pionskora. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um mit Miss Lauchzlot ordentlich reinzuhauen, weißt du? Ich werde die Möglichkeit wahrnehmen. Komm schon, du schaffst es. Drei Critical Hits. Mach jetzt auch mit Absicht Zertrümmerer, obwohl es nicht sehr effektiv ist. Also wirklich gar nicht. Nur um die Crits zu bekommen. Aber selbstverständlich hat es jetzt beim ersten Mal nicht geklappt. Man kennt ihn. Komm, komm. Gönn! Warum ist es dann kein Critical Hit gewesen? Mann! Aber das ist mitunter das beste Pokémon, an dem man das ausüben kann. Pionskora und Piondragi. Digga, ey! Vorhin zwei Crits hintereinander! Und jetzt keinen einzigen? Das Spiel gönnt einfach nicht. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich wirklich verarscht. Die Lauchstange erhöht die Crit-Wahrscheinlichkeit enorm. Ich habe zwar noch den Energiefokus, aber muss ich den jetzt wirklich nutzen? Zumal sich das dann wieder ewig ziehen würde. Komm nochmal. Konzentrier dich! Das gibt's nicht. What the fuck? Warum crittest du nicht? Habe ich dir aus Versehen das Item abgenommen? Und jetzt, safe, ne? Nein, auch nicht? Okay. Ja. Da habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist unfassbar. Aber wie schon gesagt, die Zeit wird kommen. Irgendwann wird es sich schon weiterentwickeln. Ein Bärenbaum.
Ja, zweimal reicht schon. So, wo geht's hier lang? Ich glaube, da geht's runter zu diesem einen Item, was man gesehen hat. Und wie hat die mich denn jetzt gesehen? Backpackerin Kirsten! Lässt mich nicht davonziehen. Okay. Dann geben wir es der heute noch. Mit Krarus spitzem Borschnabel. Und alles Weitere versuchen wir dann in der nächsten Folge. Aber ich lasse das Porenta so nicht davonkommen. Das ist schon lächerlich. Also, ich hatte immer relativ viel Crits mit dem Ding. Ohne der Lauchstange. Und jetzt, wo die ja angeblich die Crit-Wahrscheinlichkeit so drastisch erhöht, keinen einzigen mehr. Das ist schon strange. Und Digga, was machst du? Wirst du von jedem einmal in den Sack getreten bekommen, oder was? Meinetwegen! Da kommt sie, die Kaskade. Du wolltest es so. Du kannst es so haben. So, und wir schauen noch ganz geschwind, was es hier gibt. Ah, da ist diese TM. Stahlflügel. Ja, doch, das könnte was für Kraro sein. Überlege ich mir mal. Zumindest zeitweise kann ich mir das aber sehr gut vorstellen. An sich bin ich kein Freund von der Attacke, weil sie für mich zu ungenau ist, aber ja, temporär kann man das schon mal machen. Jetzt lesen wir noch schnell das Schild. Und dann sind wir fürs Erste fertig. Oh, ein Sandsturm zieht auf. Cool, wie sich da auch mittendrin die Wetterbegebenheiten ändern können. Man sieht es jetzt leider nicht außerhalb des Kampfes, aber trotzdem. Tipps für Trainer. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Bringst du einem Pokémon mit TMs unterschiedlichen Typen bei, hat es gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. TPs hingegen kannst du nur einmal einsetzen. Überlege also gut, wann du sie verwenden willst. Ja, schon witzig, ne? Erst waren die TMs nur einmalig einsetzbar, dann haben sie es geändert und jetzt führen sie was ein, was wieder nur einfach verwendet werden kann. Okay, Game Freak. Alles klar.